So, unter dramatischen Geigen stellen wir euch heute bei Benny und Steve No Way Out vor. Es ist eine Demo, es ist ein Playable-Teaser. Er ist verdammt laut, deswegen muss ich schreien. Mein Name ist Steve und neben mir sitzt Benny und heute ist Benny der Spielende und er startet das New Game. You can't leave. Ich weiß nicht, ob du jetzt den ersten Spruch gelesen hast. Irgendwie, es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt. Leute, die Clowns hassen und Clowns. So, Alter, Benny vier. Hasst Clouds. Wir sind sofort Clouds. Raus hier, ist gar nicht meins. Was ist das denn? Lol. Jetzt ist die Klingel. So, und jetzt lass dich überraschen, wie das aussieht. Auf jetzt! Ui, jetzt. Ein Spiel für Benny. Oh nee! Ja! Oder? Genau! Also, das sieht sehr aus wie. Ja, ist ja. So, wir sind anscheinend in der Bude von John Wayne Gacy oder was? Let's check this out. Erinnert mich aber mehr an PT, wobei, wenn ich jetzt nur die Fotos sehe, dann doch eher an Father's Day. Take a look at the corner. Tell me what you see, Benny. Ja. Kassetten. Und die. Watch me. So, und die Frage sich, warum das Clowns nicht leiden können. Drunken Horror. Bei der Werbung? Ja. Okay. Cool. Tatsächlich verstehe ich das Prinzip von Clowns auch nicht so richtig. Also für mich sind die auch irgendwie spooky. Unheimlich einfach. Also es ist aber auch medial so ein bisschen. Warum? Medial herbeileitet. Oh nein, ich kann die nicht mehr ausmachen. Scheiße, ich habe den Fernseher angemacht, ich krieg die nicht mehr aus. Ja, RTL. Mein RTL. Aber warum habe ich denn bitte. Also. Why? Also hier Fernseher, da Fernseher. So, damit der eine, der hier sitzt, nach da gucken kann und die anderen beiden hier hingucken? Verstehe ich nicht. Ja, klar, und ich komme nirgendwo rein, ja. Also alle Türen sind zu. Bis jetzt. Stopp. Guck mal kurz hinter die Uhr. There's a key. Ja, aber. Also, ja. So, kannst aber du nicht nehmen, oder was? Ich kann hier. Oh. Ey, das ist aber mal. Das ist mal hässlich. Ich konnte jetzt den Schlüssel nehmen, aber normalerweise hast du ja dieses rote, ne? Ja. In der Mitte. Das habe ich beim Key. Ich habe einfach wahllos gerade hier gedrückt. Na, das ist ja. Das wird ja eine Freude. Ja? Panische Tastenbashing, das läuft doch immer. Okay, raus kann ich leider nicht. Und ich kann auch nicht sprinten. Also das hier, ich drücke Shift. Ich kann mich ducken, ja, cool. Aber nichts. Weil das Krasse ist halt, wie gesagt, die gleiche Wohnung, wie wir sie hier sehen, kenne ich schon allein aus zwei Spielen. Einmal plop, PT und dann nochmal plop, Father's Day. Da ist, die Wohnung sieht exakt so aus. Kann ich hier? Lol. Muss ich den jetzt wirklich aktiv hier use? Use! It used nicht? Ach so, er use it nicht. Ich kann nicht drücken. Auf einem läuft Fußball und ja, auf dem anderen Videotext. Ja. Das ist, Wäre auch eine Option. Muss ich das hier am Schloss irgendwie machen? Auch nicht. Leute, ich kann mit Rechtsklick kann ich klopfen. Oh, das ist doch höflich. Ist eine höfliche Funktion. In so einem Spiel. Hallo? Okay, jetzt klopfen wir mal noch an jede Tür, bevor wir jetzt hier aufgeben. I'm the one who knocks, ne? Oder muss ich hier irgendeine. Hier dieses Play Me Tape? Muss ich das hier irgendwie. Play Me, können wir das nehmen? Watch Me? Oder Watch Me? Kann ich das hier irgendwie grabben? Nope. Das ist doch. Benny, das ist doch dein Sextape wieder. Seht doch, komm. Oh, warte, hier. Ach, du Schande. Turn around. Weißt du, wer das ist? John Wayne Gacy. Also, wer wirklich da. Was? John Wayne Gacy, oder? Hat er doch gerade im Radio gesagt, ne? John Wayne Gacy. Mir ist bewusst, dass dieses Game auf einer wahren Geschichte beruht. Dann. Weil der Typ, der. Es gibt einen Mörder. Es gibt wirklich einen Mörder. Das ist genau der Clown, der da dargestellt wird. Ich glaube, der heißt auch so. Es gibt. John Wayne Gacy ist das ja. Genau. Es gibt dazu so eine schöne Serie. Die habe ich auch geguckt. Der Typ war krank. Also richtig. Ja, der. Also. No!
Der hat sich Kinder geschnappt und gequält und getötet. Unlock. In den Amis, ich weiß ja nicht, in den 60er oder was? Aha. 17? Aha. 18? Wann, ja, der hat das über mehrere Jahrzehnte hat er das gemacht, bis er sich selbst im Gefängnis dann hingerichtet hatte. Oh, warte mal. Oh, jetzt, doch. Es bin unlocked. Wunderbar. Schön. Ah. Ich mag so eine True Stories, mag ich nicht. Also ich gucke sowas gerne in Serien, aber ich spiele sowas nicht gerne. Okay, PT-mäßig. Wir laufen immer durch den gleichen Flur. Ja. 33 Jungs. Nur die, die bekannt sind. Kranker Wichser. Kranker Wichser. Ich, also. Nee. Einfach nee. Gut, aber wir spielen nicht John Wayne Gacy. Also, ne, das muss man jetzt hier auch, glaube ich, mal ganz klar betonen. Also, das ist jetzt hier kein Massenmörder-Simulator. Oh, jetzt kommen wir ins Licht. What the f. Das Bild da oben. Ich glaube, die Tür ist hier aufgegangen. Oder entriegelt, oder I don't know. Da liegt jetzt eine Fernbedienung auf dem Sofa. Ja. Die halt hoch. Das ist ja original meine Fernbedienung. Original mein Fernseher. Warte mal. Ja, ich kann ihn einmal an- und ausschalten, das war's. Das ist eine Instant-Fernbedienung. Oh, Stevie, warum spiele ich das? Ist übel. Ist übel. Du bist ja so ein Massenmörder-Fan. Ja, nee, ist klar. Da ist sowas an der Tapete irgendwie. Ganz leichter, so ein leichter Fingerabdruck. The killer clown. AC6-year Reign of Terror was marked by unimaginable cruelty and relentless abuse. All his victims were strangled or choked. Boris first, who he stabbed. Before their bodies were bundled into his home's crawl space, buried on his property, or dumped in the local Des Plaines River. But the whole time, Gacy was living a double life, presenting himself as an upstanding member of the local community and doing charity work in character as Pogo the Clown. Ja, so, kannst du die Videokassette nehmen, irgendwie da vorne? Liegt die immer noch da rum? Diese Watch Me? Ja, ja, weil da drunter ist ja ein Videorekorder. Nee, immer noch nicht. Kann man nicht nehmen. Gibt es da ein Bild, mit dem wir interagieren können? Buried on his property or dumped in the local des. Okay, da kann ich einfach nochmal ein bisschen. Ja. Genau, das Ding mir wieder nochmal anhören. Warte mal. Look at. Ach. Gar kein Fall, dreh ich mich jetzt um und gucke in den Spiegel, Alter. Leck mich doch am. Nee. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Wir gehen hier wieder raus. Scheiße. Hose wäre bis oben hin voll gekackt. Ich sag, wie das. Da jetzt rauskommen oder so irgendwie. Klops in der Hose. Mindestens. Der Fleck ist weg. Oh no. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gucken, was. Können wir schon weiter? Oh ja, du. Wir gehen einfach weiter. Ja, dieses PT-Prinzip ist halt quasi irgendwie, durchwanderst halt immer wieder irgendwie die gleichen Flure und es passiert immer irgendetwas irgendwie. Mhm. Und du musst irgendeine Kleinigkeit immer finden, ändern, damit du weiterkommen kannst, bis du irgendwann, sag's mal ganz blöde, zum Kern vorstößt. Mhm. Okay, spiegelverkehrt jetzt. Das ist ja interessant. Nee, wir kommen nur einfach von dem anderen. Ja. Was hatten denn da für Videos eigentlich zu stehen? Guck mal kurz. He rules. Ist aber auch. Was haben wir noch? Drunken Horror. Und The Door. Schön. Was haben wir noch? Robot Pill. Das ist bestimmt Spiele, die der Entwickler noch gemacht hat. Die Reflexion sieht schon sehr geil. Ach du Scheiße. Das ist um die Ecke rum. Mhm. Ja, deswegen mach ich aus. Ich will es nicht sehen. Ich glaube nicht, dass das Problem das Fernsehbild ist. Ja?
Ach du Scheiße. Los, Benni, geh mal hin. Geh mal hin. Geh mal hin, sag mal, er ist blöd. Los, komm. Blöd. Hallo? Was willst du? Oh Gott. Oh, leck mich am Arsch. Oh Gott. Also ich sag mal so, ey, und selbst wenn die Spiele halt von kleinen Indie-Entwicklern gemacht sind, irgendwie haben manche von denen halt echt Bums irgendwie. Also die sind schon echt unheimlich. Ja, genau, jetzt geht's verkehrt herum. Juhu! Oh, Alter. Wer guckt mich da aus dem Fenster an? Hallo! Kannst du dir mal sagen, dass ich vom Rasen verpissen soll? Verpiss dich! Genau, mit Nachdruck. Stärke. 1942 in Chicago, Illinois. AC suffered severe childhood abuse at the hands of his alcoholic father. The killer went on to find success as a businessman, managing 3 KFC restaurants before starting his own construction firm. AC's first marriage to Marlon Myers saw him father a son and a daughter. But she divorced him after he was convicted of sexually abusing a 16-year-old in 1968. It was after Gacy's release on parole in 1970 when he started his own business and threw himself into his community, marrying divorcee Carol Hoff in 1972. In his free time, Gacy would don his clown costume and pretend he was Pogo, a sherpy clown who helped the murder regress into childhood. Warum? Warum? Einfach nur warum? Warum habe ich hier die Tür? Das ist der kleine Putzteufel. Wir sperren ihn ein. Ist okay? Aber wir können nicht rein. Ich glaube, du musst ran, bis er die selbst wahrscheinlich gleich zumacht. Na? Alles klar? Bist du bald fertig? Bist du groß oder klein? Nötig, Chef. Mach auf hier! Ich klopfe mal ganz lieb. Und sowas kann ja keiner leiden. Sowas kann überhaupt niemand. Egal, ob es der Satan persönlich ist, irgendwie, wenn du auf Klo bist, hat keiner an der Tür zu stehen. Wie lange brauchst du noch? Ey! Kann keiner leiden, wirklich. Ich wüsste gar nicht warum. Lass mir gleich extra Zeit. Hey, so was. Also. Oh no. Ah, guck mal, es ist doch wieder ein bisschen angenehmer. Wir haben wieder ein bisschen mehr Licht. Das ist wieder die blaue Phase. Oh, es ist ein Anruf. Haben wir vorhin irgendwo ein Telefon hier vorne gesehen? Hier vorne, links. Ach, da. Oh, so, gerade zusammengezuckt. Oh, Feuer. Oh nein. Ja, okay. Ja, genau. Na, vielleicht musst du das immer auch zweimal öffnen, die Tür. Das ist ja jetzt ohne Schminke, wa? Hm. Dieses Foto. Kann man die Tür jetzt nicht weiter auf? Ist vielleicht doch ganz gut, wenn sie nicht weiter aufgeht. Hallo? Oh Gott. Die neue Tür. Oh, Mann! Jumpy Jumpscare. Wir gehen einfach mal weiter, lieber Chat. Wir machen einfach weiter. Ist alles gut, alles cool. Ah, mein Herz macht doch nicht sowas. Ja, ist meins auch. Auch nicht. Gacy served on the local organizing committee. Even meeting First Lady Rosalynn Carter through his community work on May 6, 1978. But nobody had any idea that the sick man beneath the clown mask with a sadistic killing. Responsible for a spate of disappearances in the area. Gacy deceives many of his victims by telling them that he needed their help with scientific research, or which he would pay them up to $50 each. After luring the boys to his house, through lies or a gunpoint, Gacy would then ply them with alcohol and turn them into putty gun handcuffs, occasionally as part of his
Lol, ich kann hüpfen? Na, wie in jedem Newton-Horrorspiel kann man hüpfen. Oh Gott. Das ist auch seine Frau, ja? Mhm. Schön. Er sollte sogar zu irgendwas in seiner Nachbarschaft gewählt werden, zu einem höheren Dingensbummens. Also nicht Bürgermeister oder so, aber er wurde irgendwie zu irgendeinem Stadtrat, sollte er mal gewählt werden. Oh Gottes Willen, Alter. Mhm. Ja, es sind eben halt die, von denen man es am wenigsten irgendwie, glaube ich, glaubt oder denkt. Ja, sind immer die Ruhe, ne? Oh, eine Kamera, Kamera, Kamera. Mm. Oh, da. Photo of something? Ja, nee. Warum? Jetzt pass auf, jetzt pass auf, Benni, jetzt zerstören wir die Matrix. Mach mal ein Foto vom Foto da oben. Von dem da oben? Von dem da oben. Oder vom hohen See, je nachdem. Alter, das war gar nicht laut. Shake the photo to develop it. Take? Okay. Kann ich zoomen? Nee, kann ich nicht. Ich hab nur 4 Fotos. Ja, das sind 4 Versuche. Okay, ich glaube, das war's. Oh, die Sounds, Alter. Ah, von diesem Bild habe ich bisher nur Bilder gesehen. Ja, das ist... Und die Tür hat sich ungleich mit wegfotografiert. Wunderbar. Okay, jetzt müssen wir noch andere Fotos finden, oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier rein will. Schade, hätte er sein können. War nix. Ich glaube, wir müssen noch so einen kleinen Fotos suchen. Würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich hier rein und dann macht die Tür jetzt hier gleich hinter uns dichter. Doch nicht. Oh. Oh. Nee, wir müssen den Bilderrahmen drehen. Klar. Wer ist? Okay. Ja, wahrscheinlich halt ein kleiner Grafik-Glitch, wa? Ja. Nee. Okay. Ja, passiert. Ist halt. Oh, okay. Ein anderer Flur. Ja. Ist ein bisschen länger. Und die Musik wird auch gerade nicht besser. Wo die wirklich gut ist, die Musik ist echt gut. Ja, das war so sein Ding irgendwie, die zu fesseln und zu sagen, hier zu ringen und so einen ganzen Kram. Und wenn er dann rauskommt, dann darf er gehen, so nach dem Motto. Ja, wie gesagt, ein ganz kranker Typ. Die Musik ist wirklich sehr gut. Was jetzt? Also hier durch? Oh fuck. Tja, face your demon. Komm her hier, auf den Meter ran. Not all of his victims have been identified, but 6 of his victims still remain decades after they were killed. Appearance of 15 years old Robert Jerome pieced eventually. The monster's victim has still not all been identified. The case after being murdered and discarded. Thank you for playing. Musikalisch großartig untermaltet Ende. Kann man nicht anders sagen. Ich fand's gut. Von mir gibt's auf jeden Fall 2 Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen ebenfalls nach oben irgendwie. Und lasst ein Abo für den Kanal da. Unterstützt den Kanal. Lasst ihn wachsen. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.